Hallo meine Freunde der Meta-Ritter und willkommen zurück zum Let's Play Kirby Star Allies mit dem Ritter an meiner Seite, dem Len 16, dem fahrenden Ritter. Ne, das war der aus Harry Potter. Len ist trotzdem mit dabei. Nee, Harry... Ja, egal. Nee, mir ist der Drabu. Hieß der nicht so der in Harry Potter? Nicht fahrende Ritter, aber... Irgendwas mit Ritter auf jeden Fall. Ja. Na gut, dann schlagen wir heute zum Ritter den Jannis, den wir auf jeden Fall grüßen heute. Dürfen wir es nicht, wen? Oder? Was? Achso, Markus natürlich auch. Ja, dann auch noch den Adrian. Und Rusty den Kater. Ich nehme die Peitsche. Ich nehme das Zuckerbrot. Gab kein Zuckerbrot zur Auswahl. Verdammt. Nee, nicht wirklich. Schade. Mir wäre jetzt so nach Zuckerbrot gewesen, muss ich sagen. Also wenn du die ich Peitsche noch nie nimmst. Zuckerbrot gegessen. Ich glaube ich auch nicht. Mein Vater isst das ganz gerne. Ich finde sowas einfach nur eklig. Also Brot mit Butter und Zucker. Naja. Ah, meiner springt schon wieder nicht. Oh. Halt die Klappe. Nee, das war jetzt eher, weil ich runtergefallen bin. Das war jetzt nicht, um dich also nachzumachen, ehrlich gesagt. Fühlt er sich gleich wieder beleidigt hier. Ja, klar. Mi. Haben wir jetzt alles geöffnet? Ja. Ja. Wow. Das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen hier. Nee. Jetzt geht der Run hier um die Sterne los, gell? Wer das hast gewinnt? Du jetzt gesagt, ich habe da nicht drauf geschaut. Ja. Oh Gott. Ich hab so ein Déjà-vu. 42! Aber da könnten wir auch nochmal runter. Aua. Antworten, wir können. Nein, wir konnten da nicht runter. Ich dachte. Oh! Lauf, Kirby! Ist da oben noch was? Brauchen wir wieder meine Feuerfähigkeit. Au. Nein! Das ist meine Au! Fähigkeit. Meine Fähigkeit ist weg. Oben ist nichts mehr, ne. Man ist so langsam, wenn man fliegt. Da muss man mal dran denken. Oh, Ding. So einen haben wir noch nie gehabt. Ich will so einen. Ja. Ich will niemanden ersetzen. Tu Chili weg, der hat wenig Leben. Welcher? Chili? Ah, Chili ist der Eis. Ach, da ist der Eismann. Ja. Den fresse ich gleich. Hab ich zum Fressen gern. Du musst aufpassen. Deine Lebensenergie ist... Geload schon. Ja, guck dir meine an. Hast du das gesehen? Nee. Das Ding hätte mich fast erwischt. Da waren ungefähr Zentimeter, die mich dann noch gerade vor der Klinge gerettet haben. Das war verdammt knapp. Das ist das Kirby-Lied, das mir die ganze Zeit in den Kopf wollte. Ah. Oh Mist, Entschuldigung. Das war doof. Was? Da war gerade Lebensenergie und ich hab's dir weggefressen. Alles gut. Verdammt. Kategorie schlaue Tode, Len ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ja. Ach, hast sogar die Hälfte der Lebensenergie wieder, wenn ich die Feder überlebe. Er sagt so, aua. So, komm, gib mir Feuer. Nein, wir müssen nicht oben lang. I see fire. Ach, CPU. Ah, ich hab Feuer. Ich hab mir Feuer gegeben. Ist doch gut, wenn die CPU sich drum kümmert. Lass mich das. Was? Bonus-Level? Nein, das ist Leben! Oh. Das ist Leben, da geht er ins Bonus-Level. Oh. Hat er schon nur das Bonus-Level gesehen, gell? Ja, Alter, gibt's da unten Zeug. Okay, wo ist Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. Da hinten. Wie kommen wir durch das machen? So. Freund Power. Ich bin doch schon Feuer. Du musst es oben noch kaputt machen. Ah ja, okay. Und dann fällt er runter und ist weg für immer der Schlüssel. Schauen wir mal. Ich hoffe, er kommt jetzt wieder irgendwo raus. Okay, machen wir das Level nochmal. Fazit, der Schlüssel kommt nicht irgendwo nochmal raus. Schade eigentlich. Leben. Du hast es eingesammelt, eigentlich müssen wir es bekommen haben. Ja. Ich glaube, wir müssen erst den oberen kaputt machen, oder? Genau. Da muss auf den unteren drauf fallen, aber wir kommen zwar immer noch nicht an ihn, aber naja. Ja, aber es scheint eher der richtige Weg zu sein. Genau, und jetzt hat? Jetzt, ja, wenn du den unten weghauen, dann haben wir ihn ja trotzdem nicht. Vielleicht musst du zweimal hauen, dass du den Schlüssel dann sozusagen mithaust. Dass du den Schlüssel durch das Hauen bekommst oder so. Hm. Oder du saugst einfach. Okay. Alles klar. Wenn du saugen kannst, ich weiß es ja nicht. Ja, ich muss nur meine andere Sache wieder ausspucken.
So, jetzt muss ich auch sagen können. So, neue Idee. Oh, wir stehen vor dem ersten schwierigen Rätsel. Schwierig. Vielleicht kann man auch. Nee. Muss man irgendwie. Warte. So, und jetzt geh auf eine Etage und saug. Auf die hoch, da? Hoch. Siehste? Cleverlen. Siehste? Cleverle. Ja, ja. Ich bin gut. Der beste Len. Und da sammelt er sich alle Sterne ein, weißt du? Ah, da hat er es nur auf die Sterne abgesehen. Ich löse das Rätsel und er holt sich die Sterne. Ist schon wieder klar. Ja, das ist ja hier schon wieder klar. Deine Meisterleistung wird ja aufgrund dieses Videobeweises hier festgehalten. Von daher ist schon wieder klar. Brauchst du hier überhaupt nicht traurig sein? Ist schon wieder klar. Da holt er sich die nächsten Sterne. Hier, Lennylein, du musst doch nicht traurig sein. Feuer! Unser anderer Kollege ist auch schon wieder am draufgehen. Ja, mei. Das können sie auf jeden Fall gut hier. Ja. Oh Gott. Oh, wir sind im Eislevel angekommen. Ah. Woo! Was machst du? Au! Au! Einen habe ich erwischt! Nee, der war auch schon. Nein! Tot. Ich schwebe einfach so ein bisschen über dem Ganzen hier. Huf. Ja, und dann werde ich hinter dich gesetzt. Sorry. Der Wind hat nachgelassen. So, kurzes Level hier. Das ist auch ein Bonus-Level. Nein, das war ein normales Level, der nächste Abschnitt, oder? Ja, das war ein normales, oder? Achso, ja, ja, aber es ist ja ein Bonus. Ja, stimmt, das erkennt, man, stimmt, erkennt man an der Musik schon. Genau. Warte. Oh, stimmt. Was Essen, zu? Essen! Der Party. Ich will den. Ups. Toll. Du willst ihn? Ja, kannst du reinspringen. Nein, das kann ich nicht. Oh. Das heißt, ich kann einmal diese Attacke machen, oder? Ja. Einmal, wo alle hier stark sind. Ich hol mir den. Das lohnt sich halt hier eigentlich nicht. Hol den anderen auch nochmal gleich mit. Ja, musst du holen. Ich bin schon dabei. Janin! Attacke! Okay. Ich habe das Gefühl, da hinten ist das Ende, aber gut. Hätten wir das, ist die Frage, hätte man das mitnehmen können fürs nächste Level? Ich weiß es nicht. Das weiß ich tatsächlich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh! Bossgegner! Koch, Kawasaki und Stahlhex. Ich nehme mal die Fähigkeit von dem anderen Typen. Hey, jetzt CPU, komm her, ich brauche eine Fähigkeit. Oh nein, der Malermeister ist wieder am Start. Oh, ich werde gebraten. Oh, oh. Kannst du mich mal kurz verputzen? Verputzen. Nein! So, jetzt nochmal. Ja. Ah, ich hab's, danke. Weil damit mache ich deutlich mehr Schaden. Au. Blöder Malermeister. Miau. Nee, die Fähigkeit will ich nicht. Bin ein Ninja! Bin ein böser Ninja! Ich spritze Wasser nach oben. Ich kann den nach oben nicht angreifen. Spritze Wasser mit dem Ninja. Nach oben. Wir können den Ninja nach oben nicht angreifen. So. Dafür kann er nach unten umso besser angreifen. Miau. Maler Kirby. Ach, jetzt kann ich die Fähigkeit, die DDD vorhin hatte. Ja, doch, oder? Wer hat vorhin gemalt? Nee, nicht DDD. Strahlhex. Ja, schön, die Fähigkeit habe ich jetzt. Geil. Ja. Sehr, sehr geil. Guck mal, wer mehr Sterne hat. Sehen wir gleich. Yes. Synchron. Perfekt oben drauf. Und? Yes. Nein, das war deutlich. obwohl er mir genatzt hat, welche. Oh. Musste ich ja machen, sonst hätte ich ja gar keine Chance gehabt. Mhm. Hui, 11 haben wir bekommen sogar. Nicht schlecht. Dann machen wir ja gleich das nächste Puzzle hinterher noch fertig. Oh ja. Nicht schlecht. 1, 2, 3. Es geht voran. Freunde durch Spezialpower-Spender. Oh. Hi. So, jetzt kommen wir zum letzten Level von diesem, von Planet Pop. Es sieht denn am letzten Level aus. Ja, rituelle Rundbauten. Das sieht so nach einem Bosskampf aus, würde ich fast sagen. Den pinsel ich gleich weg. Doch, ich habe einen Pinsel, damit kann ich ihn wegpinseln. Okay. Wenn du ihn bis zum Schluss noch hast. Ich hoffe es. Wann habe ich denn schon mal meinen Pinsel hier verloren? Ah, das dauert immer so lange, bis der Attacken macht, gell? Jetzt ist es die Melodie so ähnlich.
Tut eher so nach, nach Wilder Westen. Aber... Ach nee, das war die... Das ist die Standard. Die schon vorhin war. Ja. Scheiße. Welche hatte ich denn gerade im Kopf? Hey, wann macht er denn die andere Attacke? Wann malt er denn, Len? Ah, so malt er. Nein, den brauchen wir noch, Mano. Ihr habt schon wieder Leute umgebracht. Spüre die Macht des Pinsels. Pinselattacke! Sieht so das Platoon-mäßig aus, wenn er dies macht. Nein, den hätte auch noch brauchen können. Ach, Mist. Wahrscheinlich. Brot. Baguette ist nett. Le Baguette. Fromage, Baguette. Sehr nett. Ups, ich komm schon. Nein, nur den. Warte, Puzzle. Den nehmen wir mit. Lol. So, ich mal jetzt mal Kühlschrank hin, falls du Hunger hast. Ich war schon voll, danke. Na gut, dann halt nicht. Sorry. Der lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Fand es aber interessant, dass wir im ersten Level schon auf die Idee gestoßen sind. Also im ersten Bosskampf im Großen. Dass wir schon auf die Idee gestoßen sind. Hätte eigentlich vermutet, dass der später erst kommt. Auf DDD. Oh, Freundesrat. Lass es das Freundesrat sein. Und es ist... Das Freundesrat. Nein, ist es nicht. Nicht? Nein. Ist noch was Neues? Der Freundestern ist das. Oh Gott. War bereit. Kannst du angreifen? Ja. Oh, cool. Ich kann fliegen. Toll, du kannst sie alle einsammeln. Nice. Zählen bestimmt für dich mit. Ja, natürlich. Fliegst du nicht? Bestimmte Zeit oder so hat man nicht, oder? Keine Ahnung. Feuer! Kann man das hier wegmachen? Nein. Der Freundestern ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Ja, du hast Leben im Freundestern. Ja, ich sehe es links unten. Aber es ist keine Zeit oder so. Was habe ich mir da gerade geholt? Kann mich eigentlich auch angreifen? Nee. Jetzt habe ich alles weg. Doch, ich kann auch angreifen. Echt jetzt? Ja. Wie cool. Alter, jetzt geht's ja richtig ab hier. Effektgewitter. Na, dachte ihr seid uns schon los? Nicht mit uns. Was? Aber ich finde den Freundeskreis fand ich immer noch am coolsten. So, ich schau nochmal vollzeit nach da oben. Und nach da oben, aber ich glaube, wir haben soweit alles. Befürchte es fast. So, Kirby, einmal landen hier. Lol, ich hab gerade geführt. Du hast geführt? Ja, warum auch immer. Tanzen wir hier denn, wo du führen kannst? Yay! Ja, es geht noch weiter. Nein, der Len führt. Okay. Was? Tauschen, ich will wieder vorne sitzen. Ach so! Nein, ich will! Nein, ich kann nicht tauschen. Aber wir können die einzelnen Charaktere nach vorne setzen. Ich könnte jetzt wieder mit dir tauschen. Ah, jetzt hast du mit mir getauscht. Ich will wieder nach vorne. Oh, du bist so... Ah, und da können wir nämlich jetzt Eis machen, weil wir hier Eis brauchen. Ah. Eis, Baby. Ja, das haben wir schon gecheckt. Das haben wir sogar gecheckt, wie es funktioniert. Ich habe noch Eis. Da geht's weiter. Ah, das ist eine coole Abwechslung eigentlich. Na. Komplettes Chaos. Das meinte ich mit guter Abwechslung. Eingeast. So, brauchen wir den Eistypen oder? Na, Steintyp hat es wahrscheinlich auch getan. Ich hab doch den Eistypen. Na, dann überlasse ich es doch mal wieder dem Len. Darf der Len auch mal wieder ein bisschen ran? Okay. Eis, Baby. Und das war's noch nicht. Es gibt noch einen weiteren Abschnitt mit dem Ding. Oh yeah. Nice! Wir machen das komplette Level jetzt damit fertig. Ja. Und auch den Boss. Oh ja, vor allem den Boss machen wir damit fertig. Den machen wir richtig fertig damit. Ich darf mit denen nicht reinfliegen. Nee. Wann sollst du auch auf die Kanone schon mal wegschießen hier? Tiefer! Ah, ich schieß mal auch ein bisschen mit. Viel kann ich ja nicht mitmachen. Ah, jetzt kann ich wieder... Nee.
Steuerst du mir, den steuerst du auch. Ich könnte mich natürlich wieder an Lens-Position begeben, aber nachdem ich die letzten Male immer gesteuert habe, darf jetzt mal der Len ran. Schön, das hätten wir vielleicht übersehen gehabt, sonst. Wow, sind es mittlerweile viele von diesen Flugviechern. Unangenehm viele. Noch ein Bonus. Sieht fast nach noch mehr Bonus aus. Und da ist das spezielle Puzzleteil. Nice. Jetzt haben wir sogar das bekommen. Gibt's auch mal eins pro Level, oder? Ja, genau. Holy crap. Wenn wir voll Lebensenergie wieder, von daher alles entspannt. Alles entspannt. Schauen wir noch nach unten, Vollzauber. Bevor wir in den nächsten Levelabschnitt gehen. Ob es da unten auch noch was zu erkunden gab, aber ich glaube nicht. Nein. Da unten sind wir durchgeflogen. Ja, gibt es bloß viele da Gegner. Da sind Gegner. Gegner Omas, aber sonst. Genau. Ah, ich komme ja wieder. Omas und Opas. Was? Hab ich gesagt, es sind Gegner Omas und dann habe ich gesagt. Opas? Ja. Wow. Nicht nur Omas, sondern auch Opas. Du bist brillant. Danke. Du bist brillant, Drabo. Ich weiß es zu schätzen. Bossgegner. Wey! Wieso? Weil Bossgegner kommt. Aber, Len, sie haben uns unser Ding genommen. So, was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Was können wir uns denn hier noch wählen? Ups. Geh, drückt halt hin. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir mit? Das Auge? Hä? Das Auge. Das Auge war der Blitztyp, den ich vorhin hatte. Ach so. Aber Feuer brauchen wir auf jeden Fall. Ich will nicht Sir Kibble sein. Ich will eigentlich Leoloda sein. Dann nimm Leoloda. Kannst du einfach reinspringen oben. Ja, ich weiß. Aber den Kibble soll man trotzdem mitnehmen. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau. Soll ich den Stein? Ich mag den Stein nicht. Nimm den Stein. Ich mag den Stein nicht. Magst du den Stein nicht? Nee, ich mach lieber Feuer. Okay. Ja! Das ist eher mein Ding. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie Feuer ist eher so meins hier als der Stein. Au. Clever, genau in seine Flammenspuckerei reingesprungen. Sehr gut. Das ist diese Ruhe vor dem Sturm hier gerade. Huch! Ach, das war Dora. Und der Blitzi. Blitzi. Ich weiß nicht, wie viel Fähigkeit wir hier brauchen. Ich auch nicht. Warte mal, mach mal kurz. Wir sollten dem anderen Typen auch noch hier Feuer geben. Dann ist er nämlich stärker. Der da, genau. Hallo. Dachte ich mir, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So. Warte. Ach nee, okay, geht's nicht weiter. Müsstest du mittlerweile wissen, dass das... Ich hab doch die Hoffnung noch nicht verloren. Das ist gut. Nimm dies. Oh, Meta Knight. Sharp Knight. Das ist Meta Knight. Das ist sowas als Gegner. Meta Knight. Oh yeah, stimmt, der hat noch gefehlt an Bossgegnern. Feuer! Ja, Feuer. Ja, ich hab dir Feuer einfach mal abgegeben. Oh, Meta Knight. Weiß gar nicht, was gegen ihn effektiv ist. Wahrscheinlich wären die Blitze noch effektiver gewesen, weil er so metallisch ist, oder? Oh, jetzt ist er im bösen Modus. Jetzt ist er böser Meta Knight. Was zur Hölle? Jetzt ist er 4 Meter Knights. Ja. Wird ihm auch nicht helfen. Da haben wir ihn auch zu viert weg. Jawohl, ja. Da geht die Lebensenergie runter wie nix vom Meta Knight. Nimm das Meta Knight. Jetzt ist nur noch ein Meta Knight da. Was hat er jetzt noch auf Lager? Nochmal 4. Oh Gott. Da können wir ihm leider kaum was abziehen hier. Steine! Wow! Alter! Geht der Kirby richtig ab hier. Jawoll! Hat nichts ausgerittert. Der ausgeneitet. Der arme Ritter hier. Pluff. Da hinten liegt das Herz. Meta Knight weint aber nicht wie der Baum vorhin. Gott sei Dank. Meinst du, es wäre komisch, ein Wein der Meta Knight? Ja. Hi. Wo? Da. Das war dann auch die zweite Welt, die wir jetzt abgeschlossen haben. Wo ist denn alles hin? wo ist denn alles? Ja, wo ist denn alles? Was passiert? Oh. Die nächste Welt erwacht. Es sieht noch nach dieser Welt aus.
weiß es nicht. Könnte auch schon die nächste Welt sein. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber die Farben sehen so schön aus auf dem Fernseher, finde ich. Vor allem das Schwarz. Das ist einfach so richtig, richtige Schwarz. Ah. Weiter geht's. Ja, noch ist es nicht vorbei. Keine Sorge. Außer der Part. Der ist schon, glaube ich, schon so ziemlich am Ende. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen freigeschaltet vorher. Zum Puzzeln. Ja, und jetzt noch das Bonus-Puzzle. Was kommt das hin? Kommt woanders hin? Und auch bloß zwei Teile? Oh. Traumfreund Meta-Knight können wir nun rufen. Das ist gut. Festung der Schatten heißt das nächste Level. Das insgesamt dritte Level in Kirby Stylized. Wie wird es weitergehen? Erfahrt es im nächsten Part. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Und möge Kirby mit euch sein. Servus! Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!